Am Sonntag ist es in Hohenschwangau zu einem Verkehrsunfall mit einer Kutsche gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist gegen 15.40 Uhr eine mit 12 Personen besetzte Kutsche in Richtung Schloss Neuschwanstein angefahren. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen gingen die beiden Pferde durch und machten die Kutsche unkontrollierbar. Erst an einem Baum endete die Horrorfahrt, bei der eine Person mittelschwer sowie zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 10.000 Euro.